Guten Morgen, liebe Flörsheimer und Flörsheimerinnen. Zum Weihnachtswochenende grüße ich Sie herzlich, aber immer noch mit belegter Stimme. Wieder ist die Zeit gefühlt wie im Fluge vergangen und die Feiertage stehen vor der Tür. Im vergangenen Dezember hatte ich an dieser Stelle meinen Eindruck mit Ihnen geteilt, dass manches, was sich ereignet hat, zu Beginn des Jahres nicht vorstellbar gewesen war. Ein Jahr später nun beschäftigt uns vieles davon nicht nur weiterhin, sondern teilweise noch intensiver. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine bringt für viele tausende Menschen weiterhin Tod und Zerstörung. Und ausgehend vom schrecklichen Terrorangriff auf Israel ist mit dem Gazastreifen ein weiterer Krisenherd hinzugekommen, der in der gesamten Welt wirkt. Auch die Situation in unserem eigenen Land beschert uns einige Herausforderungen, etwa im Hinblick auf die unsichere Haushaltssituation im Bund oder die Integration von Geflüchteten. Was das Private betrifft, so fällt das Resümee der vergangenen Monate natürlich sehr unterschiedlich aus. Durchaus Schönes und Erfreuliches steht da neben so mancher Sorge, welche Auswirkungen die fragile Weltlage auf das eigene Portemonnaie wohl noch haben wird. Mitten hinein in all das kommt nun Weihnachten mit einer Friedensbotschaft, die so fern jeglicher Realität zu sein scheint. Wie ein gewaltiges Ausrufezeichen weist das Fest mit seinen traditionellen Texten, Liedern und Ritualen darauf hin, dass es neben all dem, was uns täglich umtreibt, noch etwas anderes gibt, das uns bei allen Unterschieden verbindet. Dabei lenkt es den Blick auf Dinge, die im Alltag allzu leicht untergehen, etwa die Dankbarkeit für das, was gemeinsam gelingt und vor allem für die Menschen, die wir an unserer Seite wissen. Und es lässt erahnen, wie unsere Vorfahren auch zu früheren Zeiten bereits Krisen gemeinsam durchgestanden und bewältigt haben. Und so wird auch an Weihnachten eines in Flörsheim ganz besonders deutlich. Was unsere Stadt an vorderster Stelle auszeichnet, ist nicht etwa die finanzielle Sicherheit. Es sind vielmehr Sie, die Bürger und Bürgerinnen, die für eine liebenswerte, aktive, einladende und menschliche Stadt stehen und diese auch so gestalten. Daran gilt es anzuknüpfen. Lassen Sie uns in Flörsheim weiterhin aufeinander achten und auch in schwierigen Zeiten sichtbare Zeichen für ein Miteinander setzen, das Fairness, Gemeinschaftssinn, gegenseitige Unterstützung und Solidarität in den Vordergrund stellt. Möge das Weihnachtsfest mit seinen hoffentlich schönen Erlebnissen in unseren Familien- und Freundeskreisen ein Ausgangspunkt dafür sein, der Kraft und Energie spendet und optimistisch stimmt. Gemeinsam, die Stadt sind wir alle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe und inspirierende Weihnachtstage. Machen Sie es gut.